Willkommen wieder zurück zu einer weiteren Aufnahme von Dark Souls 3. Ich bin wieder an demselben Spot wie eben und perfekt. Also, Frage ist, hilft er uns nochmal? I could try. No, I've got to use my head. Was ich machen kann, ist mal eine Glut benutzen. Wir haben doch so viele, oder nicht? Wo ist meine Glut? Glut? Knochen von Loretta. Ah, ich weiß, wo ich die hinbringe. Die muss ich noch abgeben. So, was macht der? Verwandeln um in Umgebung ein... Was? Was ist denn jetzt? Da ist... Ach ja, hier. So, perfekt. Okay. Also. I could try. Ja, Vorsichtsherrfeind, ja, das weiß ich. Ist da hinten noch irgendwas? Nö. Mal, scheiße. Boah, der ist wirklich zäh und fett. Jetzt gibt's hier kein Stab. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich weiß. Well, it's too late now. I, Sigward of the Knights of Katarina, fight by your side. Fuck. Wow, das war ja stark. Ah, oh, fuck. Wow. Okay. Gut, dass ich dem jetzt mal ausgewichen bin. Digga, machst du den weiter? Fuck, Alter. Mach du mal. Alter, hau ab. Boah. Du lebst noch. Stirb mir nicht weg. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Boah! Ja! 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 Meine Güte! Puh! Digga! That was quite a performance. Ja, allerdings. But you mustn't get in over your head. We unkindled must put our duties first. But for the moment, we've a toast to make. Sieg, boy. Your valor, my sword, and our victory together. Long may the sun shine. Christ the sun. Okay, anstoßen. Geil. Wechseln. Ne, weg. Wechseln. Wo haben wir es hier? Siegbräu. Siegbräu. Gegenstandseffekt. Regeneriert TP und stärkt Kälteresistenz. Was können wir jetzt noch machen mit dir? The only thing to do. Okay. Der pennt wirklich, ich raste aus. Der schläft wirklich, der Wahnsinn. Scheiß, die Wand an. Wo sind wir denn hier? Hier war ich noch gar nicht. Ich werde hier erstmal alles erkunden. Oh, der sitzt da auch nicht so ganz glücklich. Alter, das ist ja der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Gibt's hier sonst irgendwas? Ich frag mich halt, wie ich da sonst hingekommen wäre. Das ist halt Dark Souls. Das ist halt einfach Dark Souls. Man muss einfach nur Try and Error irgendwas probieren. Und dann kriegt man den krassesten Scheiß ever. Was habe ich denn jetzt gekriegt überhaupt? Das war jetzt eine...
Edelstein für den Schmied. Für uns. Oh, was haben wir hier? Eine Großkeule. Die ist auch nice. Was gibt's hier noch? Großkeule. Kommen wir da hoch? Kommen wir da überhaupt hoch? Ja, kommen wir. Einmal. Zweimal. Gib mal den Stuff her. Bleiche Zunge. Fuck, wofür das denn? Rüstung. Gucken wir doch gerade mal, ob wir das benutzen können. Nordland. Oh, nice. Bisschen stärker. Aber wahrscheinlich ist dann die Fat Roll. Ja, definitiv Fat Roll dann. Hundertprozentig. Und jetzt schon, ne? Nee, geht noch. Das geht tatsächlich noch. Ja, aber das... Das ist alles schlechter. Ich mag dieses Ding. Da ist eigentlich fast alles besser. Nordlandhose. Ja, komm. Fettroll. Ja, geht eigentlich. Top. Hilfe? Kann ich dann noch weiter reinhüpfen? Nö. Das wäre ein Ding gewesen. Was gibt's denn hier noch? Und wo geht's da hinten lang? Und gibt's hier ein Leuchtfeuer? Das ist die größere Frage, was ziemlich cool wäre. Da geht's auf jeden Fall rein. So ein Stück zumindest. Gehen wir erst rein und hoch. Und diese Dinger klopfe ich mal. Weil die sind nämlich gerne fakig. Alter. Und wie viel wollen wir wetten, dass da einer von runterkommt? Hundertprozentig. Aber hundertprozentig. Da wette ich meinen Arsch drauf, dass hier einer runterkommt. Okay, doch nicht. Ein rotes Käferkügelchen, das muss ich mir gleich mal angucken. Gibt's hier jetzt ein Leuchtfeuer oder gibt's hier jetzt keins? Ich vertraue euch nicht. Alter, hundertprozentig kommt da einer von denen runter. Kannst du mir doch nicht erzählen. Hundertprozentig. Ja, sag ich doch. War klar. Das war so klar. Noch einer von euch vielleicht. Noch einer runterkommt. Du, ne? Ein Köderschädel. Das war's. Schade, ich dachte, da gäb's mehr. Ist hier eine Fake-Wand vielleicht? Nee, auch nix. Ne, da gibt's nix. Wir gehen nochmal eins weiter. Hier war ich wirklich noch nie. Geil. Einfach blind. Einfach. Scheiße. Sitzt da einer drin? Lebt der? Na klar. Ah, Liebe. Warum A, Liebe? Die sind irgendwie tot. So, willst du auch was? Okay. Doppelhunde. Fuck you. Mist. Viecher. Und ich habe ziemlich viele Seelen. Das ist auch nicht so geil. Was steht hier? Vorsicht, oberhalb. Was heißt oberhalb? Welches oberhalb? Ahahaha! Falle, dachte ich mir. Ist das eine Fake-Truhe, ja? Warte mal, da oben? Ja, ja. Mit Sicherheit. Was bist du für einer? Nicht gut. Da gehen wir gleich hin. Will erstmal, oder? Ich glaube, jetzt wird's Zeit. Nur mal sicherheitshalber.
Scheiß die Wand an, wie viele seid ihr denn? Böse? Nee. Böse? Nö. Okay, dann carry ich euch mal ein bisschen. Einer? Ja, wunderbar. Einer kommt. Fuck. Na komm. Verdammt nochmal. Warum bin ich jetzt fett? Scheiße. Warum bin ich denn jetzt fett? Ja, Backstab. Perfekt. Gut. Oh, Kacke. Weg hier. Ah, okay, bisher nur einer. Das ist praktisch. Das ist sehr gut. Wow. Ja! Backstab. Optimal. Wunderbar. Der ist weg. Oder die. Ich weiß es jetzt nicht. Wo ist das andere Ding? Bestimmt über mir. Ja, über mir. Das macht aber nichts. Jetzt kann ich den da oben weglutschen. Hahaha. Ich brauche mehr Stamina. Fällt mir auf. Aua. Ja. Wunderbar. Ja. Mistvieh. Oder Miststück eher gesagt. Was gibt's jetzt noch hier? Da geht's ja noch höher. Alter. Wo bin ich denn hier jetzt? Das ist der Wahnsinn. Hier war ich noch nie. Ich habe keine Ahnung, was es hier alles gibt und wie weit ich überlebe. Und Möb. Möb, Möb. Erstmal alles abchecken hier. Und ich habe doch die Truhe unten, fällt mir auf. Flints Ring. Fett. Den muss ich mir gleich mal angucken. Aber ich habe, wie gesagt, unten noch eine Truhe. Die würde ich mir gerne mal anschauen. Was gibt's noch hier? Nix mehr, ne? Okay. Was macht denn der Flintsring? Flintsring. Fingerbelastung. Perfekt. Perfekt. Dann kann ich auch meinen Handschuh wieder anziehen, oder? Optimal. Da müsste ich jetzt... Ja, gut, das geht auch. Okay, schade. Ich dachte, das wäre jetzt so ein Mega-Ding. So, top. Dann kann ich nämlich jetzt unten die Truhe aufmachen. Sofern ich da nicht dadurch sterbe. Ich sollte lieber nochmal was trinken. Nur zur Sicherheit. Gibt's dahinter noch irgendwas? Kistenmäßig? Nö, da ist nix. Da vielleicht? Nö. So, ich kick nochmal dagegen. Wow. Okay, soweit die Falle. Alter. Okay, ich habe ja immer noch den Ring der Opferung an. Wow. Ich weiß nicht, was die werfen. Noch einer. Perfekt. Scheißviecher. Was haben wir hier? Menschliches Harz. Top. Auch gut. Ich brauche... Ach Mann, mein Kaffee ist leer.
Verdammt. So, dann hätten wir hier auch alles, oder? Dann gehen wir nämlich wieder runter. Meine Güte, Dark Souls halt, ne? Der Wahnsinn. Einfach der Wahnsinn. Und ich mache jetzt gleich zweimal die Kondition hoch. Ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Kondi. Das war's, oder was? Das war's? Kein Leuchtfeuer, kein gar nichts. Okay. Top. Ups. Ja, aber angenommen. Wie könnte ich denn jetzt wieder zurückkommen? Weil eigentlich bräuchte ich doch... Wie würde ich denn... Ach, wahrscheinlich von da oben. Könnte ich da hochklettern? Ja, nö, hier gibt's sonst nichts. Nö, schade. Ansonsten gibt es hier jetzt nichts. Ich kann noch mal kurz hochklettern und gucken, wo ich irgendwo hinkomme. Aber das... Sollte es eigentlich jetzt gewesen sein hier. Nehme ich jetzt einfach mal an. Alle Items aufgecatcht. Wow. Puh, meine Fresse, das war echt spannend. Das war... Ich hätte halt... Das ist halt immer wieder das coole Ding. Ihr erkundet einfach irgendwas völlig random und kommt in ein Gebiet, wo ihr ums Verrecken einfach nicht mitrechnet. Und das ist halt Dark Souls. Deswegen ist das Spiel auch einfach so wunderbar perfekt. So, wo muss ich hier jetzt hin? Da nett. Keine Ahnung. Ja, das sieht aus, als könnte ich dahin. Ah ja, ich sehe schon. Ich sehe schon. Und dann da runter. Ja, okay. Das macht Sinn. So, wo sind wir jetzt genau? Wir sind jetzt beim Riesen. Müssen jetzt beim Riesen sein, oder? Oh. Okay. Ah ja. Alter? Okay? Okay, okay. Na gut, ich hab den... Nochmal lieber gucken, hab ich den Ring der Opferung. Kein Verlust bei Tod, wenn Ring bricht. Ja, okay. Okay. Perfekt. Da ist auch noch was. Jetzt holen wir hier aber auch den Stuff. Gibt es hier noch eine Fake-Ecke vielleicht? Eine Fake-Wand, von der ich nichts weiß. Und den Ring werden wir auch gerade auf jeden Fall anziehen. Erhöht maximale TP, Gefallene bringen mehr Gegner. Verringert Belastung, erhöht körperliche Angriffe. Schwierig. Machen wir... Erhöht Ausdauerregeneration. Das ist nämlich praktischer. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Okay. Kann ich da hoch? Nö. Ich höre nur diesen Typen mit der Klerikerglocke. Ah. Ich weiß, wo wir sind. Ja, 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 ja. Wunderbar. Dann einmal Feuerbrandschrein bitte. Alter, wie geil. Ohne Mist, wie geil das einfach ist, was wir... schon wieder gefunden haben, was... Die Ausrüstung allein, das ist der Wahnsinn. Das ist einfach so der Wahnsinn. Ich freue mich darüber so extrem, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ganz ehrlich. Und ich brauche auf jeden Fall noch einen Kaffee und ich würde gerne noch eine Aufnahme machen, aber ich weiß nicht, ob ich dafür die Zeit habe. Ah. Mann. Lasst uns erstmal heilen. Beziehungsweise, was können wir hier machen? Ja, heilen. Heimatknochen... Stachel. Feuert einen Seelenwurfpfeil ab. Seelenpfeil. Feuert einen Seelenpfeil ab. Zauberei 10. Schwierig. Was holen wir da? Okay, das ist cool. Getrocknete Finger sollte nur mit größter Vorsicht benutzt werden. Da weiß ich nicht mehr, wofür wir das brauchen, aber wir brauchen das auf jeden Fall. Den hätte ich gern. Den Stachel.
Was sagt denn unsere... Ashen One. Ja, ja. Was sagt denn unser Status? Intelligenz 10. Wir könnten den benutzen. Tatsächlich. Machen wir auch. Aha. Gegenstand kaufen. Was ist das? Turmschlüssel. Ach ja, 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 ja. Ashen One. Ja, ja. Laber nicht jetzt. Das ist gut, nicht. So, können wir noch irgendwas verstärken? Nö, können wir nicht. Waffe verstärken. Nee. Ja, ja. Aber ich könnte dir Zeug verkaufen. Das könnte ich tatsächlich machen. Nee, dir kann ich gar kein Zeug verkaufen. Das muss ich jemand anderem machen. Ich muss jetzt mal schauen, habe ich den Dieb eigentlich schon freigeschaltet? Der müsste eigentlich hier sein, glaube ich. Und wir könnten die, ich habe ja diesen Typen befreit, ne? Wir könnten diese Quest starten und wenn wir dann sterben, ist das wie bei Dark Souls 1 und 2, dass wir weniger HP haben, immer wieder. Und auch schwächer sind oder pipapo. Ich weiß nicht, ob ich diese Questreihe starte, aber ich bin auf jeden Fall auch froh, dass der Fettsack nicht tot ist. Da bin ich echt froh drüber. So. Ja. Ja, 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 bla bla. So, auf jeden Fall Konditionen. So. Also jetzt gucken wir erstmal nach der Ausrüstung nochmal schnell. Was haben wir hier? Ja, der bleibt. Hier die neue Rüstung, ne? Reste aus Mirah. So als Vergleich. Ja, es ist halt nur eine Magierüstung, ne? Und da ist sogar die Kleriker-Rüstung besser. Hier beim Handschuh. Hm. Ja, da ist sogar der Nordland-Handschuh besser. Und bei den Füßen, was haben wir hier? Hose aus Mirah. Gewicht ist halt nice. Aber da ist halt auch die Kleriker-Hose besser. Zumindest für Zauberschaden. Ich glaube, wir bleiben so. Machen wir eine Fatroll? Nö, passt. Super. Und ich wollte jetzt nochmal schnell schauen, welche Waffe wir denn als nächstes benutzen. Welche besser wäre. Wir haben jetzt hier das gerade Astora-Schwert. Das ist sehr geil. Den Speer, Armbrust. Ja, das sind Sachen, die kann ich alle verkaufen. Großkeule, nee. Großkeule ist wahrscheinlich noch... Kann ich die schon benutzen? Nö, ne? Ist auf jeden Fall schneller. Astora-Schwert. Hm, das ist jetzt die Frage, welche ich nehme. Der skaliert halt hiermit besser. Ich glaube, ich... Oder nehme ich eine Axt? Was ist das? Sklaven-Axt. Kann aber auch nicht so viel, oder? Nee, die kann nicht so viel. Was ist das? Ja, die skaliert auch nicht so perfekt. Ja, ich denke, ich lasse hier die Axt. Ich nehme aber noch mal kurz eine Seele. Eine kleine. Müsste eigentlich reichen, oder? Ich habe jetzt nicht geguckt. Ja, passt. Oh, es hätte auch vorher gepasst. Belastung, ja. Nee, machen wir noch... Machen wir Vitalität noch einmal hoch. Oder Kondition? Machen wir Kondition hoch. Ja. Farewell, Ashley. Perfekt. Ich glaube, dann hätten wir hier alles, oder? Können wir Lift-Unterseite oder hier... Ich glaube, wir gehen zur Cliff-Unterseite. Dann kann ich nämlich jetzt den Ring wieder ausziehen. Diesen Opferungsring. Und ja, den besseren Ring benutzen. Und schade, dass. Ich glaube, ich muss den Dieb muss ich vielleicht sogar noch frei machen. Kann das sein? Ich weiß es nämlich jetzt nicht, ob ich den schon befreit habe. Schauen wir gleich mal. Das sieht ganz schön nach Gewitter schon wieder aus. Oh Mann, Scheißwetter. Es dauert. Wunderbar. So.
Lebensring oder Blutreste? Ja, Lebensring auf jeden Fall. Perfekt. Ich bin mit der Keule bin ich noch nicht so ganz zufrieden, aber die ist schnell. Das ist halt ganz geil. So. Zauber einstimmen. Ahaha, ich hab nur... Okay, ich muss als nächstes mal die Zauberei-Slots machen. Lass mir erst nochmal die Heilung drin. Gut, meine lieben Zuschauer, ich mache jetzt hier einen Schnitt und im nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich versuchen, einen Boss zu legen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein.